Hallo und herzlich willkommen zum Theorie Teil 1, der den Überbegriff Abschlag hat. Alles, was im Weitestgehenden zu tun hat mit dem Abschlag, werden wir in diesem Video klären. Vorab, wenn ihr eine Runde Golf spielen wollt, solltet ihr euch immer davor im Sekretariat oder im Stadion bei uns anmelden, dass wir wissen, dass ihr auch da seid. Damit wir einen Überblick haben, ob die Tee Times belegt sind oder auch nicht oder ob sie frei werden oder was auch immer passiert ist. Ich empfehle auch, wenn ihr bei uns Platzreife macht und woanders spielen gehen wollt, dass ihr da vorher anruft, was da verlangt ist. Bei uns, wir sind da sehr tiefenentspannt. Bei uns dürft ihr rumlaufen, wie ihr wollt. Golfschläger machen natürlich Sinn, wenn ihr Golf spielen wollt. Aber ansonsten läuft alles sehr tiefenentspannt bei uns ab. Wenn wir dann zum ersten Abschlag gehen, bitte die Bags immer rechts oder links vom Abschlag seitlich abstellen, damit einfach genügend Platz ist und dass wir den Abschlag selber, den Abschlagsbereich, nicht unnötig belasten. Ihr solltet immer ein paar Minuten vorher da sein, bevor die eigentliche Tee Time, bevor die eigentliche Runde losgeht, damit man sich kurz vorstellen kann, dass man auch geistig wieder auf dem Golfplatz ist und dass da eben kein Verzug entsteht, dass man nicht zu spät kommt zu Tee Zeiten. Gerade in dem Turnier solltet ihr 5 bis 10 Minuten vorher da sein, damit ihr eben entsprechend Scorekarten bekommt und so weiter. Wenn wir dann am Abschlag sind, runterschauen, sehen wir eine Spielbahn. Kann so aussehen, muss aber nicht. Das heißt, jede Spielbahn ist immer ein Unikat. Es wird nie so sein, dass auf den Golfplätzen irgendwas kommt. Das ist der Bereich, wo wir uns aufhalten sollten. Da ist das Gras am kürzesten gemeldet auf der Spielbahn. Links und rechts davon haben wir das sogenannte Rough, das ist ein bisschen höher gemäht. Und wenn wir ganz vorne schauen, da sehen wir so eine hellgrüne Stelle. Da ist das sogenannte Grün. Da geht es dann darum, dass wir putten bzw. den Ball einlochen, das Turnier gewinnen, das Weißbier gewinnen, was auch immer wir ausspielen. Links und rechts davon, oder auch nur hier in dem Fall rechts davon, sehen wir zwei Bunker. Das ist der Sandkasten, ganz einfach ausgedrückt. Das ist ein Erschwernisfaktor rund ums Grün, kann auch im Spielverlauf auf dem Fairway sein. Das geht einfach nur als Erschwernisfaktor im Bereich des Golfsports. Dann haben wir natürlich rechts ein sehr, sehr schönes Wasser. Das ist meistens aber der Horror für die meisten Golfspieler, weil die Bälle dort sehr schnell verschwinden. Aber schaut wunderbar aus. Wenn wir dann auf dem Abschlag sind, haben wir einmal gelbe Markierungen und einmal rote Markierungen. Die habe ich jetzt für das Video zusammengesteckt. Normalerweise sind die entfernt voneinander. Der gelbe Abschlag ist der Herrenabschlag, der ist meistens weiter hinter oder die Bahn wird dort ein bisschen länger. Und der rote Abschlag ist weiter vorne, ist der Damenabschlag, weil man sagt, die Damen hauen den Ball nicht so weit wie die Herren. Dafür schwingen sie schöner. Das aus der Erfahrung meines Golflehrertums. Die Herren machen das meistens ein bisschen mit Gewalt. Der Abschlagsbereich definiert sich nach vorne durch die direkte Linie der beiden Markierungen und nach hinten würden es 2 Schlägerlängen sein. Das heißt, wenn ich das messen nach hinten, dann müsste ich 2 Schlägerlängen abmessen, dann entsteht da so ein Quadrat und da ein Ankommen am ersten Abschlag haben wir natürlich eine Reihenfolge auch. Die entscheidet normalerweise auf einer Weißbierrunde das Handicap. Das heißt, die besten Handicaps spielen zuerst und dann geht es eben Richtung schlechtere Handicaps weiter. Aber es wird immer so sein, dass die Herren als erstes abschlagen. Dadurch, dass die eben weiter hinten sind, erspart man sich die Wege und die Herren werden als erstes abschlagen. Im Spielverlauf dann hat der den besten Score hat, die sogenannte Ehre am nächsten Abschlag bzw. die sogenannte Restehre, wenn es Schlaggleichheit gäbe. In dem Turnier wird die Spielreihenfolge immer durch die Startliste festgelegt, das heißt, der oben steht, der wird auch als erstes abschlagen und dann geht es eben nach der Liste nach unten durch. Maximal spielen 4 Leute zusammen. Hat einfach den Grund, damit es auch schnell genug dann vonstatten geht. Für 9 Loch wollen wir so circa 2 Stunden brauchen. Für 18 Loch würden wir dann eben 4 Stunden brauchen. Das heißt,
man sollte schon zügig unterwegs sein. Gerade auch in dem Bereich des Gehens, das dürfte natürlich schneller vonstatten gehen auf dem Golfplatz. Das ist das, was man nicht sieht, auch bei den Tour-Jungs, dass die sehr, sehr schnell gehen. Die lassen sich natürlich ein bisschen Zeit beim Spielen, das dürfen wir auch, aber sie gehen sehr, sehr zügig. Zur Grundausstattung in einer Hosentasche. Wenn wir den Golfplatz betreten, beziehungsweise wenn wir anfangen, Golf zu spielen, gehört auf jeden Fall mal ein Golfball. Der macht sehr, sehr viel Sinn auf dem Golfplatz. Das heißt, auf dem Golfball steht normalerweise auch das Modell drauf, das Fabrikat drauf und eine Nummer. Die Nummer hat erstmal gar nichts zu bedeuten, sondern dient lediglich zur Identifikation von so einem Golfball. Das heißt, wenn in so einer Spielgruppe jemand dasselbe Fabrikat oder Modell spielt, dass wir verschiedene Nummern haben, dass wir eben wissen, welcher Ball uns gehört. Des Weiteren gehören Tees in die Hosentasche. Wenn es zu einem Regelfall kommt und wir was ausmessen müssen, dann brauchen wir diese Tees, damit wir Schlägerlängen ausmessen können, damit wir den Ball aufgehen können, wenn es losgeht und so weiter. Und was ganz, ganz wichtig ist, was noch in die Hosentasche gehört, ist die Pitchgabel. Was das genau ist oder was ich damit mache, werden wir im Teil behandeln, wenn es vorgeht zum Grün. Aber das bitte immer in der Hosentasche haben. Dadurch wird der Platz besser gepflegt und ihr spielt dadurch auch besser, weil die Grüns dann sauberer laufen. Dazu Näheres dann vorne am Grün. Wenn wir jetzt hier rüber schauen, über das Wasser, sieht man jetzt nicht ganz genau, aber dahinter befinden sich weiße Pfosten. Weiße Pfosten begrenzen den Golfplatz. Das heißt, wenn ich jenseits dieser bin, würde ich einen Strafschlag dazu bekommen. Rechnung läuft so, wenn ich jetzt zum Beispiel hier vom Abschlag über das Wasser, über die Bäume, hinter auf die Range haue, dann wäre ich offensichtlich im Aus. Das wäre dann der erste Schlag gewesen. Dann kriege ich einen Strafschlag dazu. Und dann muss ich von der Stelle, von wo ich ihn ins Aus geschlagen habe, sprich jetzt hier bei uns in dem Beispiel vom Abschlag, nochmal einen Ball spielen. Gilt überall vom Golfplatz. Das heißt, auch wenn ich im Spielverlauf hier vorne auch vom Fairway ins Aus schlage, muss ich eben von der Stelle nochmal spielen. Wie ich den Ball dann ins Spiel bekomme, wenn ich vorne auf dem Fairway bin, das läuft über Droppen. Dazu näher ist dann auch im Bereich Fairway. Ansonsten schauen, dass wir immer zügig natürlich unterwegs sind, dass wir genügend Abstand haben, gerade auch auf dem Abschlagsbereich, wenn wir da zusammenkommen, immer Abstand halten zueinander. So ein Golfschläger nimmt einen gewissen Raum ein. Das heißt, da wollen wir auf jeden Fall sicher unterwegs sein. Das heißt, am besten immer für Rechtshänder frontal, also auf dieser Seite stehen, da kann am wenigsten passieren. Immer zum Backstehen stellen am besten, weil das Backstellen wäre immer seitlich vom Abschlag an. Dann hoffe ich, hat es euch etwas Spaß gemacht, auch wenn es Theorie ist. Und dann geht es bald mit dem Theorieteil 2 weiter.